Herzlich willkommen zum zweiten Video aus Hua Hin. Ich bin gerade hier am Strand. Ihr seht, langsam bricht die Dämmerung ein. Gerade noch das perfekte Fotolicht erwischt. Davor hatten wir noch ganz entspannt einen Cocktail auf der Rooftop-Bar bei uns im Hotel. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Nachtmarkt. Zum einen werden wir zum Cicada Night Market gehen. Das ist ein Nachtmarkt, der nur am Wochenende ist. Und danach gehen wir zum Hua Hin Night Market. Der ist, soweit ich weiß, jeden Tag. Aber wie gesagt, ich tue euch nochmal in die Videobeschreibung alles einblenden. Da findet ihr die Links und dazu noch die Informationen, wann die Märkte geöffnet sind. Aber jetzt schaut euch mal noch diesen geilen Sonnenuntergang am Strand an. Ist es nicht traumhaft? Wobei der Sonnenuntergang ist ja auf der Seite, aber trotzdem richtig, richtig geiles Licht. Gerade noch perfekt erwischt. Ganz kurzes Update, ich habe euch vorhin ein bisschen was falsch gesagt und zwar meinte ich eigentlich den Market hier, das ist der Tamarind Market und gar nicht der Cicada Market. Der Cicada Market ist direkt neben dem Tamarind Market und ich dachte, die gehören zusammen, es sind aber zwei unterschiedliche Märkte. Also der Tamarind Market, der ist mehr für so Essen und Trinken und der Cicada Market ist tatsächlich mehr ja, so Artcraft, keine Ahnung. Ich mache einfach mal ein paar Aufnahmen hier und ein paar Aufnahmen drüben und dann seht ihr ja, welcher Markt welcher ist. Sind auf jeden Fall beide ganz cool. Also ich würde sagen, los geht's. Also ich war jetzt gerade beim Tamarind Market, muss allerdings sagen, er ist schon relativ stark auf Touristen ausgerichtet. Muss jetzt nicht zwingend was Schlechtes sein, gerade für Leute, die jetzt eher neu in Thailand sind, zum ersten Mal. Ich glaube, für die ist der Tamarind Market ziemlich cool. Da gibt es auch Steak und auch so ein bisschen westliches Essen, aber natürlich auch Thai-Essen auf Touristen ausgerichtet. Also wenn ihr neu oder zum ersten Mal vielleicht in Thailand seid und in Hua Hin seid, schaut unbedingt dort vorbei und hinter mir seht ihr schon, da ist jetzt der Cicada Market, den ich eigentlich ursprünglich meinte. Und schauen wir mal, was es da so gibt. Aber ich glaube, hier gibt es gar kein Essen, sondern mehr so, ja, ich nenne es immer Krimskramsch, aber irgendwie so
handcrafted Art, irgendwas in der Art. Schauen wir mal. Ja, ihr habt ja gesehen, das Ganze war ganz nett. Mir war ein bisschen, weiß nicht, zu touristisch. Ist bestimmt ganz nett als Mitbringsel, aber ich habe dafür keine Verwendung. Deswegen gehen wir jetzt zum Huahin Night Market. Und da gibt es richtig, richtig gutes Seafood. Und ich habe schon richtig Hunger, also los geht's. Wir sind jetzt inzwischen beim Huahin Night Market angekommen. Ich muss euch allerdings gestehen, wir waren so hungrig, dass wir gleich ins Restaurant gegangen sind und dort schon gegessen haben. Wir haben zur Vorspeise haben wir rohe Shrimps gegessen. Es war früher auch für mich neu, inzwischen ist es aber sehr, sehr lecker. Eine richtige Delikatesse für mich. Dazu hatten wir dann noch Krabbencurry und Tintenfisch. Beides sehr, sehr lecker, auch die Vorspeise. Und jetzt laufe ich mal ein bisschen über den Markt und zeige euch, was es hier für geiles Essen gibt. Also vor allem für Seafood-Lover. Hier findet ihr die besten Plätze. Hier gibt es riesige Lobster, alles, was im Meer schwimmt und viel, viel mehr. Also viel Spaß dabei.
ist schon ziemlich viel durch den Markt gelaufen und langsam tun die Füße auch schon weh. Also es wird Zeit für eine Fußmassage und da nehme ich euch jetzt mal mit. Nach einer Stunde ist die Fußmassage jetzt fertig, hat 200 Baht gekostet, sind ungefähr umgerechnet so 5,60 Euro circa. Je nach Wechselkurs schwankt natürlich immer ein bisschen, aber glaubt mir, das sind die besten 200 Baht, die ihr jemals investieren könnt. Ich fühle mich wie neugeboren, also unbedingt ausprobieren eine Fußmassage. Gerade wenn man den ganzen Tag viel gelaufen ist, lohnt sich's auf alle Fälle. Und vielleicht sieht man schon, oder naja, okay, man sieht es nicht wirklich gerade, aber im Hintergrund bauen die ersten schon ab. Das heißt, hier gibt es auch gar nicht mehr viel zu zeigen. Deswegen werde ich das Video an der Stelle jetzt beenden. Vielleicht, ich kann es auch nicht versprechen, aber vielleicht schaffe ich es morgen zum Sonnenaufgang zum Strand zu gehen. Aber mal schauen, wie faul wir morgen sind. Ich bin mir bei mir nicht so sicher, ob das klappt. Aber cool wäre es auf alle Fälle. Wäre ein schöner Abschluss, denn morgen geht es schon wieder zurück nach Bangkok. Aber schauen wir mal. Dir hat das Video ja scheinbar gefallen, wenn du bis zum Schluss geschaut hast. Von daher lass doch gerne einen Daumen nach oben da, schreib mir deine Fragen in die Kommentare und dann sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Video. Also bis dann, vielen Dank, ciao.